So, und Münsters, hallo, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, dem glänzenden Spiel hier bei mir. Und warum ist diese Taube auf mir gelandet? Das ist ziemlich... Natürlich verschwindet einfach jetzt das Motorrad oder der Roller, wie auch immer. Warum auch nicht, wir wollten hier hin zu Pauline, der Bürgermeisterin, weil die hat anscheinend doch noch was von uns. Oder will noch was von uns. Mal gucken, was los ist. A New Dunk City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankarbeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Meinst du, du könntest 4 Musiker für mich auftreiben, die mich bei einem kleinen Auftritt unterstützen? Oh, diese Musiker, die habe ich sogar schon mal gesehen. Nämlich der Schlagzeuger. Entschuldigung, ich habe das Gespräch zwischen dir und Pauline mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lang ist's her. Sollte die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. Dafür bekomme ich jetzt einen Mond. Weil ich den gesagt habe, ey, weil er zugehört hat, was ist denn jetzt los? Wunderbar, du hast schon einen der Musiker gefunden. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 3 weitere für das Festival. Wenn du noch andere Kandidaten triffst, sprich sie bitte einfach an. Das geht jetzt ja. Musik ist da. Es ist da. So ist es auf jeden Fall, die Musik. Gibt's irgendwas? No. No. Wir haben Glück, dass dieses Gebäude nicht angegriffen wurde. Jo. Gibt's hier noch jemand, der was sagt? Warum stehen hier... Was ist mit denen los? Die freuen sich darüber, dass ein Schlagzeugspieler hier im Raum steht. Okay. Oh, da ist ein Plakat. Hey, will zerstören. Was, wir werden hier Power-Mono zum Strom erzeugen. Ja, das ist wunderbar. Dinge. Ich habe Münzen gesammelt. Offscreen, weil ja das Salzsprung mit 100 hinbekommen wollte und habe ich einfach, da kommen, sammle ich mal ein paar Münzen ein, die ich auf dem Weg sehe. Und dann habe ich auch einige Powermonde freigespielt. Einmal hier konnte man mit dem Roller parken und hat man direkt einen Mond instant bekommen. Das ist ein bisschen doof gewesen. Und dann gab es noch einen Mond, den man, hier oben war der, glaube ich, da oben drauf war der. Und man kommt dorthin, wenn man quasi von dem Turm hier oben, von dem Rathaus, ist es doch, oder? Das ist doch das Rathaus. Und ganz oben quasi dahin springt. Und ich dachte mir erst, ja, komm, aber dann habe ich halt nicht eingesammelt, extra. Aber der Sprung ist auch nicht so schwer. Da ist er. Hallöchen. Nice, hoch oben auf der Müllhalde. So. Jetzt muss ich gerade selbst nochmal gucken, weil ich habe einige Monde halt freigespielt. Aber, guck mal, da wird mir schon direkt der andere angezeigt. Oh, da wollte ich an sich auch nochmal hin, weil ich nicht weiß. Ach, da ist auch jemand, ein Typi. Für, ja, die würden mir alle, anscheinend werden mir die alle angezeigt. Oder was? Auf jeden Fall. Was ist denn da? Lul? Was ist da für ein Plakat? Da ist auf jeden Fall auch ein Spieler. Bin gerade überlegen, weil es gab auf jeden Fall noch was hier unten, nämlich ganz viele Türen, wo man reingehen hätte können, aber ich extra nicht gemacht habe, weil ich ja mit euch erkunden wollte, was ist dort drin, das wird so ein Plakat, was gerade am Haus, da hat irgendwas dran geklebt. Was ist jetzt hier los? Ist einfach nur extra strange. Es ist nur strange. You know what I mean. Denke ich mal, aber... konzentrieren wir uns auf... Was? Was? Konzentrieren wir uns aufs. Ich habe keine Grammatik mehr. Ich meine natürlich, ist alles normal. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Oh. Wo ist denn nur der Extra-Mod? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, dass das Schwere dran ist, ne? Nichts. Kann das sein, dass man das mit Coolie machen sollte? Bring mal den Müll rüber. Ja, ich denke schon. Aber ich habe einfach mal hier den Dive genutzt, weil... Wir haben den Dive...
Wir haben die Möglichkeit, ihn zu machen. Wieso? Wieso nicht? Ah, nee. Bin nett. Ich mag die Kugel, will ich sie nicht. Die ist ein bisschen doof. Ein bisschen. Die Münzen brauche ich jetzt nicht. Denke ich mal. Oh. Bitte. Ach, die sind hier vorne. Da sind... Da sind Münzchen, weil ich habe nämlich beim Einsammeln dachte ich mir schon, hä? Wo ist denn der Rest? Weil wir haben, glaube ich, 30? Haben wir 30 gefehlt? Irgendwie so um den Dreh. Ja, ich würde schon gerne rüber. Und ich habe mich nämlich schon gefragt, wo ist das? Also, die Münzchen, wo ist der Rest? Da kann ich keine, okay, da, ich dachte, ich kann da drauf. Aber das scheint auch erstmal nicht zu sein. Ich könnte da drauf, wenn ich wollen würde. Wahrscheinlich sind da Monde... Monde drauf. Ja, wahrscheinlich sind da Monde drauf. Weil ein Mond reicht da nicht. Please? Ah, jetzt hält er sich fest. Mal gucken. Unsichtbare Münzen, wollte ich sagen. Man könnte auch zu den Kugelwillis, aber warum sollte man? Ja, hier ist ein Münzchen. Das dachte ich mir aber schon. Man wird immer belohnt. Wenn man irgendwo hingeht, wo man sich denkt, wie komme ich da wohl hin? Aber man wird eigentlich in Odyssey immer belohnt. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Ich habe auch schon mal in der Wüste eine Passage vergessen, wo man hätte hoch können, wenn man wirklich skillig ist und sich wirklich überlegt, okay, wenn ich das jetzt mache und sowas. Aber damals konnte ich oder wusste ich nicht, dass es einen Dive gibt. Ja. Endige. Das habe ich nicht gesagt. Noch was. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gerade mal den Trötenmann holen. Oh, ne, das war gar nicht der Trötenmann, das war der. Oh, und ich habe die Samen gesät, aber nicht hier die Sachen gesammelt. Extra, damit wir es sehen können. Wie wir die wunderschönen Monde einsammeln können. Das da hinten. Oh, jetzt sehe ich es, glaube ich, oder? Kann man das sehen? Nee, aber ich. Ist es wäre am einleuchtesten. Das ist einfach ein Gemälde von einer anderen Welt. Wer weiß. Kaskadenland hat ja auch noch ein Gemälde. So, mit dir. Ich will mit dir reden. Guten Tag. Ey, Kumpel, alles Fette willst du ein Autogramm? Ich habe schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern, die mit der Bürgermeisterin auf dem Festival auftreten? Habe ich es richtig verstanden? Die Bezahlung für so eine Veranstaltung ist auch nicht zu verachten. Das hast du nicht gehört. Ich bin dabei. Yes! Oh. Ich verstehe nicht, warum die mir Mode geben. Die sagen ja nicht so, ey, danke, ich bezahle dich jetzt dafür, dass du sagst, komm, ich sammle alle Musiker ein. Warum bin ich wieder hier? Hey! Ich wollte nicht wieder hier hin, aber ich bin mehr Laune, ne? Gut, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wir haben das Auto hier rechts. Das ja, brauche ich aber nicht. Wir haben das Auto hier hinten rechts. Oh, stimmt, wenn ich gerade schon dabei bin. Ja, ich habe jetzt das Mario Maker Outfit, das habe ich nämlich gekauft. Sieht wunderschön aus, wie Mario Maker. Und der Typ hat ja gesagt, ey, nur wenn du Baumeister bist. Im Moment haben nur Bauinspektoren Zutritt. Ah, ich sehe an deiner Kleidung, dass du der Bauinspektor bist. Auf den ich schon die ganze Zeit warte. Ja, dann lässt uns auch rein. Ziemlich okay. Hallo? Erstmal natürlich aufs Dach, weil, warum nicht? Das hat einfach keinen, es hat zwar keinen Sinn, aber, wir sind Bauinspektor, das habe ich mir schon gedacht. Wie? Ach, ich hätte, glaube ich, die Homing Attack machen sollen, mit den, dass ich auch die Münzen mitnehme. Ne? Die Homing Attack, wo soll ich denn hin? Lol? Was ist das denn? Bewegt sich das? Warum? Alter, geh doch weg! Ich geh mal dahin. Ach so, oh, ich dachte, das geht dahin weiter. Hey, yo, ich hier ein Mond. Name. Ich dachte, hier wäre jetzt wirklich ein Mond. Was ist denn, wenn ich so mache? Nö, ich dachte irgendwie, dass ich die dann elektrisiere. Aber dann ist es woanders, der Weg, der zu einem extra Mond führt. Ja, das mache ich jetzt immer. Was ist denn mit euch los? So ein bisschen den Controller schütteln, dann geht die Party ab. So, was ich auch gelernt habe, ist, dass man den Hut hier dran kleben kann. Das hat jetzt eigentlich keinen Sinn, außer man bekommt eine Münze. Aber
Hätte ich mich da festhalten können? Hätte ich loslassen können. Dann ist da wahrscheinlich eine Truhe. Guten Tag. Ich habe gehört, hier soll es Truhen geben. Ja, bei Kisten, da ist der. Da, ja, da leuchtet's, oder? Jo. Ja. Da ist der Mond. Der Moon. In my arm. Also jetzt auf jeden Fall mal. Nice. Arbeiten an den Stromleitungen. Jo. Sonst, ich habe den 100er-Rekord geschafft für die Seilspringe. Hat ziemlich lange gedauert, aber jetzt habe ich den Rekord 304. Ich weiß, man kann viel mehr bekommen, wenn man sich gut anstellt. Aber, mal schauen. Das ist so ein Schild. Oh, da waren Münzen drin. Ganz viele Münzchen. Hua! Na, das wollte ich jetzt nicht machen. Upsala. Ich wollte eigentlich so ein... Wenn man Stammtage macht und nach dann... Ja, sowas wollte ich machen, aber... Das Spiel gönnt mir nichts. Jetzt kurz mal gucken. Warum gibt es hier so viele Wege? Da ist wahrscheinlich der Mond. Und ich sehe das hier einfach nur mit für Münzen. Ich mach mal einfach Aufladung. Hat jetzt nichts gebracht. Was? Warum nicht? Warum nicht? Das kann man machen, weil... Ja gut, irgendwann hat man ja 9.999 Münzen. Dann geht's nicht mehr weiter. Aber mal schauen. Mal schauen. Perfekt. Ach, hier sind Monde. Jetzt! Oh Gott. Ja, warum gehe ich denn zurück? Bin ich bekloppt? Lass dich nicht nochmal treffen. Ich wollte gerade schon sagen. So, hier gehen die nicht hin. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Ich sollte nicht gegen den Strom schwimmen, kann das sein? Ist ja der Mond. Also ich meine, es gibt in jedem Level, in jedem Mond, in jeder so eine Extra-Challenge, gibt es mindestens, warum habe ich das gemacht, gibt es mindestens zwei Monde, außer du hast so eine Extra-Sache, wie beispielsweise so auf dem Weg zu einem Boss und du hast dann quasi so eine Challenge hier, dann kann es sein, dass auch manchmal drei sind, wie einmal in der Wüste bei Fausto Zuma, da gab es meiner Meinung nach drei, wo ich sogar noch gesagt habe, ja, da oben, da sehe ich eine Münze, da ist bestimmt kein Mond. Und da hat mir jemand gesagt, der wäre ein... Wahrscheinlich. So, was ich sagen wollte. Was ist da hinten? War ich schon mal da drin? Hier war ich gar nicht drin, ne? Lol. Ach doch. Was war das denn? Ja, da war ich schon drin. Das war dieser komische Gang. Ja, da war ich schon drin, ist alles gut. Das Auto. Was ist mit dem Auto? Hier dürfte nichts sein, ne? Lol? Hallo? Nee, warum sag ich mal Lol? Bin ich bekloppt? Ich bin keine Ananas. das Auto, was sich nicht bewegt, das können wir, befreien. Befreien? Was soll laber ich da? Das kann man, wegtun. Ach, ganz kurz. Jackpot. Habe ich das? Ja, das habe ich schon letzte Folge gezeigt, ne? Ja, ich hab mich halt ein bisschen umgeguckt. Dumm geguckt habe ich mich auch, ja. Hier stand. Ich hab auch noch eine neue Straße gefunden, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, K-Rule gab. Also Rule Street gab. Waren wir da drin? Ich bin gerade. Waren wir da gerade drin? Ich weiß es gerade nicht. Bin ich doof? Doch, hier waren wir schon drin. Ja, so viel zu Gedächtnis. Ja. Ich bin gerade überlegen, habe ich irgendeine Straße vergessen euch zu zeigen? Ach so, ich möchte jetzt erstmal zu dem Typen. Wie kann man denn da hin nochmal? Ne, erstmal möchte ich. Willkommen, wenn wir schon hier sind. Ich muss ja eh überall mal hin nochmal. Dann heißt es, ich gehe mal auf den Roller. Ne, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich nicht. Das Mario Maker Outfit können wir gerade mal tauschen, wenn ich schon dabei bin. Weil es gibt noch... Ich weiß nicht, ob es hier in der Welt noch ein Outfit gibt. Mal gucken. Ja, das ist dieses amerikanische Outfit. Aber da ich das eh nicht kaufen könnte, voll, würde ich erstmal sagen, gehen wir nochmal... Es gibt 40 Münzen noch insgesamt. Also, die ich nicht hätte sammeln müssen. Kaufen wir mal hier das Ganoven-Outfit. Das habe ich mir letztes Mal schon gesehen. Das sieht ziemlich interessant aus. Und dann passen wir uns ein bisschen an und sehen wieder schick aus, wie vorher. Ich finde das Mario Maker-Outfit jetzt nicht schlecht. Das finde ich ziemlich schön. Ziemlich ansprechend. Für den... Ich wollte das umziehen. Hey. Das ist doof. Ich drücke auf B. Warum drücke ich auf B? Jetzt haben wir uns halb umge... Das sieht wunderschön aus. Wir sind ein Geschäftstätiger. Mann.
und gleichzeitig Bauarbeiter. Wir sind ein schicker Bauarbeiter. Das ist... Hallo? Nein, Mario? Ja. So. Das, genau. Genau. Jetzt sehen wir auch wieder schick aus. Ach ja. Das Ganoven-Outfit. Ich weiß nicht, warum es Ganoven-Outfit hat. Weil eigentlich sieht es aus wie ein normaler New Donker. Ja, der New Donker. Gehen wir mal hier runter. Weil das ist nämlich das, was ich meinte. Man kann nämlich hier das Ding aufdrehen. Schieben. Kann dann hier runter. Das habe ich nämlich auch mal gemacht. Und dann war da halt eine extra Stage schon wieder. Ich gehe mal davon aus, dass man, wenn man die fertig macht, schafft, wie auch immer, bekommt man, also kommt man unter dem Taxi und kann dann da den Weg freischalten. Da oben ist nichts. Wetten, da kann man irgendwie hoch. Ich mag diese Dosen außerdem, die sind so geil. Ich kann da nicht hochgucken. Was ist das hier? Nee, warte mal, warte mal. Hier scheint aber auch, okay, ich verstehe. Hier scheint aber auch ein Ding zu existieren. Ein Mond? Oh. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So. Ja. Ganz kurze Frage. Ja, der frisst wieder meine Kappe. Man konnte in der einen Welt, meine ich. Ach, das Blaue kann man auch drehen. Nö. Nö. Ach, Moment mal, ich kann einfach weggehen, bin ich doof? Kornblock weiß nicht, was er tun soll. In der einen Welt, im Forstland, gab es auch solche Blumen, die geschossen haben. Gift war's. Doch, man konnte sie übernehmen, ging sie zu denen, wenn man die mit Stein abgeschmissen hat. Das wusste ich aber nicht. Das hat mir auch schon mal jemand gesagt, während die, also als die Folge rauskam. Aber. Das wissen viele nicht, da ist der Extramond. Ich kann wahrscheinlich auf das Ding drauf, ne? Ich produziere vor. Wenn ich da mal nicht auf Kommentare eingehe, vielleicht schreibe, okay, ja. Aber eingehe, dann, kann es halt, ist halt deswegen, weil ich halt ziemlich oft vorproduziere. Weil es wäre ziemlich, ich sag schon mal, nicht so schön für mich, wenn ich jeden Tag es aufnehmen müsste. Weil es ist halt, das Spiel macht Spaß, klar. Aber du hast halt manchmal schlechte Tage oder hast mal keine Zeit oder sowas. Und dann ist es nicht schön, wenn du dann auf Druck aufnehmen kannst und so. Herzlich willkommen zu Super Mario Galaxy. Ich meine natürlich Super Mario Odyssey. Hoch, 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 da habe ich diesen Fehler begangen. Ne? Ja, gut. Es ist leider nicht das passiert, was passieren sollte. Ich bin ziemlich enttäuscht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Auto wegschiebe. Ich dachte eigentlich, dass man hier den Gang... Okay. Kann man nicht irgendwie hier hoch? Bist du sicher, Spiel? Man kann da nicht hoch, ne? Ich will es wenigstens nochmal versuchen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man skillig ist, da irgendwie hochkommt, aber... Skill ist nicht mein zweiter Name. Na gut. Dann möchte ich wenigstens noch... Wo war das hier? Ich glaube, jetzt muss ich aufs Dach. Jetzt muss ich aufs Dach und ich muss... Um aufs Dach zu kommen, gehe ich mal hier hin. Dann lass mich mal den Dingen zu holen, den... Hier kann ich hoch, ne? Ja. Ja, das war ziemlich schlau von mir. Hallo? Spiel? Danke. Dann kann ich nämlich jetzt mal die andere Blume betätigen. Betätigen. Die müsste... Die ist gar nicht hier. Die ist aber in der Nähe hier, ne? Hier ist die. Nee, auch nicht. Die ist dann da drüben. Was mit dem Football gerade auf sich hatte, weiß ich leider nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der für das Paar ist, was auf dem einen Hügel? Haus saß. Alter, hüpft nicht wie ein Bekloppter. Wo ist die dritte Blume? Die werden wir wohl irgendwas finden. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung.
Na gut. Dann lass mich mal hier hoch. Ach, schön. Hier. Warum ich jetzt so einen gewagten Sprung mache, weiß ich jetzt. Weiß ich jetzt, Ne? Ah, perfekt. So. Na, ich habe gesagt, so, nicht hier rein. Ja. Fall nicht bitte ganz runter, danke. Ach, der Typ, der da unten steht, unten rechts auf der Bank. Wenn man sich neben den setzt, bekommt man einen Mond. Und ich dachte mir, ach komm, ich setze mich mal auf der Bank. Und dann ist das passiert. Und ich dachte mir so, oh, das ist aber ziemlich doof. Bin ich doof? Wie kommt... Ach, hier. Dann möchte ich nämlich gerade mal zu dem Paar hingehen. Gucken, ob die irgendwie Schmarrn erzählen oder sowas. Ja, die erzählen viel. Dann möchte ich rüber. Und den Football... Nicht... Okay. Wartet mal. Ich möchte nicht... Ich möchte noch die Part beenden. Was denn da hin? Diesen... Ach so, der ist verpufft. Ja gut. Nee, dann gehen wir erstmal nochmal zu der anderen Insel rüber. Wo ist die andere Pflanze? Ist sie nicht da hinten? Hallo? Wo kommt diese Musik? Ja, manchmal kommt die... Musik vom... Ja, die Musik gerade. Ist was, Doc? Hey, wo ist die Pflanze? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich müsste... Ja, dann gehen wir mal hier hin. Weil da war eh so ein komisches Ding, was da hinten steht. Ich weiß nicht, was es war. Da war ich bis jetzt auch. Wenn man so sieht, könnte man fast Mitleid bekommen. Aber nur fast. Die Bürgermeisterin hat wohl ihre ganz besonderen Handschuhe verloren. Ich habe mich viel schon über dir gefühlt. Die Musik? Ich habe das Gefühl, dass man was bekommt. Es werden immer mehr. Die Tauben. Ich wusste, die wollen uns umbringen. Na gut, macht doch nichts. Ich will nichts Falsches sagen. Ist es umgekommen? Achso, ich wollte es vorlesen. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Gehen wir. Nein, ich bin jetzt wieder dahin. Ich werde da hinten gespawnt. Nein. Ich hätte noch vorher mich umgucken sollen. Der Basist ist dabei. Es ist aber wunderschön. Geht aber ab. Mario danzt auch. Ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge... Ich gehe jetzt gerade mal da hinten hin. Da hinten hin. Ich werde offline nochmal suchen, wo die Pflanze ist. Weil ich hab's gerade ohne Scheiß selbst vergessen. Das hier können wir auch mal aktivieren. So, das ist wieder ein Football, der uns was. Ist das auch. Ja, ist bequem, warum fragst du? Was ist das für ein Vieh? Ich habe keine Ahnung. So, hier waren noch. Genau, da waren noch welche. Dann lass mich nochmal hier hoch. Hallo? So, schüttel, damit es schneller geht. Und dann haben wir 81. Ja, was ist das denn? Natürlich. Können wir fast Mitleid bekommen, aber warum kann der Schnellwetter drauf machen? Ach, das soll Schrott sein. Das ist doch kein Schrott. Sieht aus wie ein Stecker. Was ist das überhaupt? Das hat hundertprozentig noch irgendwas. Hat wohl ihre Handschuhe verloren. Willst du mir sagen, es gibt irgendwann so eine Nebenquest, wo man irgendwie die Handschuhe findet? Oder wie willst du mir das sagen? Weil. Also, ich könnte mir das gut in Bäumen. Oh Gott, nicht runterspringen. In Bäumen vorstellen. Ich könnte mir das vorstellen. Ja, man kann den nicht nehmen, ne? So, auf dem Boden. Wenn man eine Standardattacke macht oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen wieder zurück. Dann zähle ich mich wieder vorne hin. Schau selbst mal nach, wo jetzt die letzte Blume ist. Und an sich gucke ich mich nochmal um.
Und dann... Nein. Und dann... Ach, guck mal, wie schön. Dann sind wir fertig. Dann können wir zu Pauline gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, tschüss. Danke fürs dabei sein und nochmal tschüss.